Es hat sich ein bisschen was getan seit der letzten Folge. Ich war in Paragon und habe mir für schlappe 9000 noch was eine Bulletproof West gekauft. Die gibt ordentlich Schutz. Ich habe dieses Messer-Dings da wieder ausgerüstet, weil ich öfter mal über Tiere gestolpert bin, die ich getötet habe und nicht ausnehmen konnte. Das geht hier mit dem anderen Schlagring nicht. Und meistens hatte ich kein Messerminotaur, beziehungsweise nie. Deshalb habe ich das jetzt so ausgerüstet, so habe ich immer ein Messer dabei. Dann kann ich halt nicht immer perfekt im Nahkampf angreifen. Damit muss ich leben. So. Ich versuche diese Waffe hier im Moment, aber ich habe zu viel von der falschen Munition produziert, nämlich von der hier. Ich hätte lieber auf Slugs setzen sollen, stand im Internet. Und ich bin auch nicht so überzeugt, was die Ergebnisse angeht von dieser Waffe. Bis jetzt. Und ich habe meinen Skorpion Alexander gegeben. Der schlägt sich eigentlich ganz gut damit. Wenn er nicht gerade daneben schießt. Aber er hatte ja noch keine so guten Werte. Moment, Moment. Noch kein neues Level-Up, nein. Aber bald. Oh, bald kann er seine Fähigkeiten mit der Waffe verbessern. Ich hatte gerade wahrscheinlich abgeladen. Sieht so aus, ja. Und als ich hier war, um abzuladen, war der Ameisenmann hier. Er suchte ein neues Zuhause. Mal schauen, ob ich ihn finden kann. Ich suche ihn mit der Kamera. Ich suche nur mit der Kamera, nicht mit den Leuten. Er war hier und hat ein neues Zuhause gesucht. Und eine ziemlich verrückte Geschichte erzählt. Wie eine mutierte Ameisenkönigin wohl eine Beziehung mit ihm hatte, die ihn traumatisiert hat. Er bezeichnete sie, oh, das Kaninchen will raus oder ist schon draußen. Er bezeichnete sie als seine Frau. Und das, was sie jetzt trägt, ist wohl auch von seiner Frau. Und damit meine ich den Körper, den Chitin-Körper. Ja, und falls ich Chitin finde, kann er mir selber auch eine ehemalige verstorbene Gefährtin als Kleidungsstück herstellen. Verrückte Geschichte. Und das Spiel besteht wohl aus irgendeinem Grund darauf, dass es ein King sein soll von ihm, dass er darauf stand. Es klingt aber für mich nicht so. Es klingt so, als hätte er wirklich gelitten unter den Umständen. So, ich wollte eigentlich nach Krasnosnameni gehen, um dort nach Waffengeschäften zu suchen und die Autoquest zu machen. Andererseits reizt mich auch diese Sache hier. Ich brauche eigentlich ein Auto. Und ich mache jedes Mal einen Riesenbogen um die Hauptstadt, weil ich die Geschäfte noch nicht im Video habe. Wo die ganzen Geschäftsräume sind. Ich hatte einmal eine zufällige Karte, in der ein Untergrund war. Mit Treppen und einem großen Spielplatz in der Mitte und riesigen Lagerhäusern. Das hatte ich noch nie. War durchaus interessant. Eine sehr große Karte. Wo sind die Leute? Da hinten. Ich hatte mal versucht, Scavenger anzugreifen. Ich habe nicht das Gefühl, dass es Nachteile bringt. Aber ich habe mir dahinterher doch gedacht, dass sich das nicht lohnt, deshalb die Leute anzugreifen und neu geladen. Also kein Scavenger hat in diesem Spiellauf sein Leben verloren durch mich. Ja, und ich habe inzwischen ordentlich Probleme mit den Gegnern. Denn sie haben ihr Waffenarsenal sehr erhöht, wahrscheinlich passend zu meinem Level. Und laufen inzwischen gerne mal mit SKS und hochkalibrigen Waffen rum, die in der Regel nicht mehr verrostet sind. Alles in Top-Zustand, teilweise sogar modifiziert. Das heißt, ich muss viel mehr... Oh, Munition. Viel mehr Schaden einstecken als früher.
Das ist ärgerlich. So, habt ihr... Ich klaue ihnen das Taschengeld. Anstatt meines zu benutzen. Trade. Also, die Kämpfe sind ein Stück weit frustrierend. Da die Gegner mitleveln. Ich meine, das gab es in... Fallout nicht. Und ich finde das eigentlich auch nicht schön, dass das in so vielen Spielen so gemacht wird, dass die Kämpfe, dass die Gegner mitleveln. Da kann man nie dauerhaft einen Vorteil haben. Dann versucht man eine gute Ausrüstung zu haben, gute Waffen. Und dann ist alles wieder auf Status Quo. Sie treten einem in den Hintern. Ich zeig das mal kurz. Bandits. Wenn ich das denn überlebe. Sie machen extrem viel Schaden. Zwischen bis zu 40 Punkte. Bei einem kritischen Treffer. So. Das sind noch... nicht so gefährliche, okay. Da habe ich Glück gehabt. Aber es gibt auch andere Exemplare. Und ich habe festgestellt... jede Waffe hat eine andere Reichweite, auch wenn da nur mittlere Reichweite steht. Die tatsächliche ist eine andere. Da hätten sie besser die Zahl anstatt diese allgemeine Info reingeschrieben, damit man sie unterscheiden kann. Und deshalb kam es halt öfter mal vor, dass ich außerhalb ihrer Schussreichweite kam. Sie mich anschießen konnten, ich sie aber nicht. Wow. Was war das jetzt? War das jammed oder hat er einfach vergessen nachzuladen? Oh, ihr seid alle noch auf Nahkampf. Mein Fehler. Naja, jetzt ist es auch egal. Weil die alle in der Nähe sind. Für den Nahkampf erreichbar. Sorry. Dann würde ich sagen, ich schieße den an, der nicht im Nahkampf ist. Er macht das hier. Und ich lade inzwischen viel zu selten neu. Neulich war ich in einem Kampf. Da haben sie jede Menge Heiltränke benutzt. Andererseits, wann sollen sie sie sonst benutzen? Dafür sind sie ja da. Damit man eben nicht neu laden muss. Also diese kleinen Schlagringe machen sich hier sehr gut. Und was auch schön ist, einer der Leute geht dann zur Seite, damit die anderen nachrücken können. Etwas, was sie... bei den Türen sonst nicht gemacht haben. Ja, das lief eigentlich ganz gut. Oh, keine Munition mehr. Ich wollte was anderes zeigen. Aber dann habe ich doch Gegner bekommen, die durchaus zu schaffen waren. So. Aber immerhin besser bewaffnet, besser gerüstet inzwischen als früher. Ja, Munition läuft sehr gut. Das ist mit ein Grund, weshalb ich jetzt ruhig mal öfter schießen kann. Bis auf die 12er eben für die Schrotflinte. Da habe ich jede Menge produziert und wie gesagt, da bin ich noch nicht überzeugt, ob das eine gute Idee war. Die ist sehr teuer in der Produktion. Und... deshalb habe ich davon erstmal nur 160 oder so. Aber das hält auch erstaunlich lange. Weil sie meist nur einmal in der Runde schießt. Oder immer nur einmal in der Runde, wegen der Aktionspunkte. Gut. Was hat dieser Händler? Und ich hatte neulich ein Event. Da wurden Händler von Banditen angegriffen. Munition. Und sie haben die Banditen durch die ganze Karte gejagt.
Und deshalb waren sie ganz weit weg von ihrem... Schöne Waffe. So, habe ich alle... Nein, die hat doch Munition. Von ihrem Karren. Deshalb konnte ich versuchen, ihn zu öffnen. Ist mir leider nicht gelungen. Und ich habe herausgefunden, wofür die Munition hier ist. Ich habe es online nachgeschlagen. Und sie ist für eine Anti-Tank-Rifle, die ich aus einem Anime kenne. Wahrscheinlich gibt es die auch in mehreren Animes, aber ich kenne sie hauptsächlich aus... Dark of the Black Season 2. Und... Hey, mit deinem Taschengeld? Das ist eine übertriebene Waffe mit einem extrem großen Lauf. Eigentlich ja gegen Panzerabwehr gedacht. Gunpowder, gern. Komm her. Und Papier kaufe ich inzwischen tatsächlich auch. Nicht, dass es mir ausgeht fürs Munitionkraften. Also die Waffe ist ein bisschen übertrieben. Schießt wohl auch nicht so oft. Ich habe sie noch nicht auf dem Kampffeld gesehen, obwohl ich die Munition schon... Mosin-Nahkant? Moment mal, die kenne ich noch gar nicht. A trusty rifle. Produced. Etwas älter, okay. And used by the armed forces of the Russian Empire. The Soviet Union. Onion. Union. And various other nations. Das Problem ist, sie benutzt 7,62x54. Und ich habe inzwischen festgestellt, das ist tatsächlich ein anderes Kaliber. Also die reguläre 7,62er passt da nicht rein. Und von dieser habe ich fast nichts. Ich müsste also erstmal neu produzieren, was sehr kostspielig ist und ich mir im Moment nicht leisten kann. Deshalb sind diese Waffen noch keine Option. Leider. Vielleicht irgendwann später. Trade. Also es geht voran mit den Waffen. Immer größer, immer stärker. Und einen Keller haben wir hier. Oh. Ich tippe auf einen überfluteten Keller mit Ratten. Oder zur Not auch ohne Wasser, aber mit Ratten. Meistens habe ich da unten Ratten. Keine Ratten. Nur Truhen. Nehme ich gerne. Es tanzt eine süße Seele in unserem Haus herum. Fiedelbum. Oh mein Gott, hat der Luna gesagt. You can't open. Kann das jemand anders aufmachen oder muss ich wechseln? Fail. Na gut, dann mache ich das selber. Und zwar... Wo? Ich kann das niemals finden, die Dietriche. Da oben sind sie. Aber neulich war das auch witzig. Da habe ich etwas aufgesperrt und da drin war ein Löffel. Vielleicht war es hier ein silberner Löffel. Und hier ist nichts drin. Aber ich hatte hier schon mal erwähnt. Das machen die wahrscheinlich, damit keiner was reinlegt. Das sieht aus, als könnte man es aufheben. Das Teil hier. Der Ziegelstein oder so. Fail. Ich muss wirklich mehr in Dings da stecken. Wie habe ich übrigens meine Prioritäten gesetzt? Okay, ich versuche Pistols zu lernen. Und danach würde ich wahrscheinlich auf Sparta setzen, um etwas Geld zu sparen. Und das danach auf Schlösser öffnen. Aber muss ich wirklich Geld sparen? Ja, muss ich, weil inzwischen werden sie sehr teuer. 9.000 für eine Rüstung? Wenn man 20.000 hat, ist das ziemlich schnell weg. Dann stand im Internet noch, man könnte es ja versuchen mit Lockpick, nein, mit Diebstahl, Taschendiebstahl und Stealth. Aber dazu gibt es widersprüchliche Meinungen. Einige sagen, damit kann man den Händlern das Beste aus dem Inventar klauen. Andere sagen, es geht gar nicht. Da ist eine Flasche. An empty bottle. Boss bottled.
Anscheinend war die Kloschüssel noch in Betrieb. Basierend auf dieser Klopapierrolle. Zum Glück ist das kein Virtual-Reality-Spiel, in dem man Gerüche hat. Ich glaube, das hätte man sowieso nicht in Virtual Reality. Gefühle durchaus, vor allem Seekrankheit. Da ist der dritte. Meine kleine Schwester hat das neulich mal ausprobiert. Mit der Familie. Und, naja. Die Effekte sahen wohl sehr billig aus. Und schlug natürlich auch auf den Magen. Wir sind noch nicht bei dem Level von. Wie ich es die Se von Sword Art Online. Von Sword Art Online angekommen. So. Hier war ich schon länger nicht mehr. Und ich habe da nur sehr wenig, an den erinnere ich mich, erkundet. Mein Hauptinteresse gilt Läden, wo ich Sachen verkaufen kann. Die würde ich gerne mal aufdecken. Damit ich nicht jedes Mal nach Peregost muss. Lockt. Ja, okay. Ich dachte, ihr seid abgelenkt durch eure. Ich habe nicht geladen, oder? Gespeichert meine ich. Doch, da unten. Doch, da unten habe ich. So. Das war die Anlage, das Kraftwerk, Kohlekraftwerk oder so. Das ist eine Farm, also hier wahrscheinlich eher nicht so viele. Ach, ich rede einfach mal mit ein paar Leuten. Du siehst auch ein bisschen wie der Strategist aus. Is watching five strange. Ja, die da hinten. Okay, du schaust ihnen also von weitem zu. Bist du ein Fanboy? I can't talk right now. I need to keep an eye on these cult members. Lest they do something bad. Ja, mit wem rede ich? But I have to keep an eye on those troublemakers. You will never know what to expect from such ignorant people who oppose the progress. Just listen to what the leader has to say. Only don't take it close at heart. These are all lies. Klingt verunsichert. Außerdem hat er noch eine Dialogoption. In good shoes. Is carefully watching the cult members. As he notices you, he gives you a brief note. Not, nicht Note. Sorry. No distraction. Leave me be. Keine Zeit dafür. Vielleicht irgendwann später. Ich glaube wirklich, the one who seeketh, was? Nicht so schnell. Boot out everyone who tries to control you by words of or by action. People are not sheep. They should not walk under the shepherd's crook. Meh. Warna Banana. Okay, you lost me. Ich meine, selbst wenn ich einen Händler finden würde, einen Händlerplatz, der passende Händler dazu wäre ja nicht da, weil es Nacht ist. Und es gab wohl eine Möglichkeit, in die Stadt zu kommen, ohne zu bezahlen, indem man einfach den Gully nimmt. Ich glaube, das habe ich schon gerade mal gezeigt im Video. Und hier rauskommt. So. Das ist doch die Bibliothek, wo ich das Buch holen soll.
Natürlich ist sie das. Vor unglaublich langer Zeit habe ich diesen Auftrag vom Anfangsdorf bekommen, das Herr der Ringebuch zu holen. The spry gentleman of about 70 immediately perked up when you entered the modest shop. Now he's examining you. Er gaat recepten, wie hätte das gedacht? And other verses. Bringt das irgendwas? Wahrscheinlich einfach nur Hintergrundwissen zu der Geschichte, zur Welt. Denn es sind nicht alles Rezepte. Letters up from the north. Wäre die Geschichte konsistent und nicht so ein Mischmasch zwischen Breaking the Fourth Wall und Herumalbern und richtig ernstem Spiel, würde ich wahrscheinlich mehr darauf geben, was die Hintergrundgeschichte ist. Aber so ist das einfach nur eine Mischung von Zutaten, die man durch den Mixer gejagt hat und die nicht immer gut zusammenpasst. Deshalb mache ich mir da nicht so viel Mühe. Abraham. Mich in die Welt hinein zu versetzen, meine ich. A good customer is my greatest joy. Are you here to marvel at my books? Or would you just like to a chance to chat with me for a bit? Old man Abraham will be happy either way. What a coincidence. I'd also like to talk about a thing I have. This received heißt das? Nein, wahrscheinlich nicht. Doch, received. Ha! Ich sollte nicht so an mir zweifeln. And leans under his wobbly desk. Es wackelt und es taumelt, doch es fällt nicht um. Comrade Tolkien, your time has come. He hands you the heart back and exclaims. Lord of the Rings, one piece. One piece. Happy to be of service when it comes to entertainment and cultural growth of our society. Is it any good? The book, I mean. Workers out on the world united and immediately start to argue, to jangle, to quarrel, to wrangle. But one smart Jewish boy just took the ring and he went to the volcano. Aha, also daher die Kappe. Habe ich noch nicht drauf geachtet. Aber jetzt ergibt es einen Sinn. He and his friend through the magical bijouterie. Ah. Daher Bijou Brigitte. Into the lava, and that was that. No more problems for the proletariat, the elfin aristocracy, or even the ruling class of Valar. I'm on board with that. Wie oft werde ich seine Stimme noch wechseln, während ich das hier vorlese? Aber eine seltsame Interpretation. Durchaus fantasievoll und kreativ. Jetzt habe ich das Buch wahrscheinlich im Inventar. He claps with his hands. Oh well, that's my pleasure. My goods in exchange for your hard-earned geld. I have some geld. Aber nein. Leave me out of here. Why the hell? Was? Moment mal, er sagt ja noch was. Don't be so quick to say shalom and leave, young lady. A seasoned adventurer like you and is a rare occurrence in this shop. Please, maybe you could help this old fool with one particularly nasty business. What is the particularly nasty business you have?
Manchmal überspringe ich tatsächlich die Texte und will nur hier raus und ich kann mir vorstellen, dass ich in der Vergangenheit das eine oder andere dadurch verpasst habe. Aber das ist mir diesmal doch ins Auge gesprungen. Autsch! Why the hell not? I'm all ears. You are a godsend. It's as if Yahweh himself. Zufälligerweise weiß ich die Abkürzung, auch wenn ich damit nichts am Hut habe. Ich habe halt viel gelesen. Oder man sieht auch viel, keine Ahnung, wenn man nicht gerade in einer Bubble lebt und sich für allgemein Wissen interessiert. Made you from heaven's manna. Manna, ist das nicht Brot? Listen. A new sect of utter ludiness has emerged in the south. They call themselves the illiterate. They only attack those who deliver my books to the other booksellers. According to their faith, literacy is to blame for the current state of the fakakta world. They believe that if there's no books, there will be no educated people and no technologies that could use to cause a second nuclear war. That's what they say. And even though I'm not ready to argue with that, I beg you, help me. Stop them. Whatever it takes. I would have forgiven anti-Semitism. But the enemies of this printed work shouldn't be allowed to misbehave. You need to lure them by showing them that their habitat... Was? Ich weiß nicht. Ich soll mich darum kümmern. If there is enough. Alright, I'll try to help you. I hate the books. I'm afraid I can't help you. Ich soll Bücher zu ihnen bringen? Nein, ich soll sie rauslocken mit Büchern. Aha. It's a trap. If the love for literature... Take a bundle. Uff. Ehrlich gesagt... Alles gerollt. Her damit. Thank you. Don't say anything else, or this old man might start crying. As a proper Kinder. Here, that is... Take this as a bait. Und dann gab mir sein Jailbait. The old gaffer hands you a hefty bundle of books. 20 Kilo Bücher. This is an almost complete collection of works of Lenin bound by a strong ribbon. You take the bundle with a whistle. Go walk around the northern lands with this. Aha. Eine neue Quest. Hatte ich eigentlich nicht so beabsichtigt. Ich wollte nur... Was habe ich jetzt alles bekommen? Hier nichts. The Lord of the Rings. This weighty tome, written by one J.R.R. Tolkien, not more, just one, tells the story of a group of scientists who come into possession of the weird artifact, the One Ring. Solid sci-fi. Drop it. Pile of books. 1,6 Kilo. I'm doomed. Of writings of Lenin. As long as you carry it, anyone could mistake you for a traveling Bukuoniste? Ein Bukuoniste. Nehme ich überhaupt auf? Ich habe immer diese Zweifel, ob ich die Aufnahmetaste gedrückt habe. Oh, schon eine schöne Laterne. Gefällt mir. Aber die da bewegen sich nicht. Entweder sie gleiten oder sie... Oh, doch, sie bewegen sich manchmal ein bisschen, aber sie bewegen die Flügel nicht. Lazy.